Sei mächtig gesegnet in Jesu mächtiger Namen. Ich möchte in diesem Video mit dir über die Rückkehr unreiner Geister sprechen. Es bricht überall gerade in unserem Land mehr und mehr die Herrlichkeit Jesu durch, das Königreich Jesu durch. Wir sehen viele Heilungen, Leute, die auf die Straße gehen, eben wie es auch sein soll, viele Jünger, die aufstehen und in die hundertprozentige Jüngerschaft und Nachfolge gehen. Wir sehen Befreiungen und auch ich in meinem Dienst viel mehr Heilungen und Befreiungen noch als all die Jahre davor. Aber ich weiß auch, dass Krankheiten wiederkommen können, dass Geister wiederkommen können, wenn wir unser Haus nicht aufräumen, wenn wir wieder sündigen, wenn wir wieder in unser altes Leben hineinfallen. Jesus sagt zu der Frau, die Ehebruch begangen hat, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 11. Jesus sagt zu dem Mann, der 38 Jahre lang seine Krankheit getragen hat und den Jesus dann am Teich heilte, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 14. Und das erlebe ich eben auch sehr oft in meinem Heilungsdienst, dass Krankheit wiederkommen kann, wenn einfach wir uns nicht füllen mit der Wahrheit Gottes. Wenn wir wieder in unser altes Leben fallen, wenn wir wieder sündigen. Und deshalb ist das so wichtig, gleichzeitig, wie wir den Menschen Heilung bringen, auch ihnen das Evangelium zu bringen. Also das volle Evangelium. Und das volle Evangelium hat immer etwas auch mit Buße und Umkehr zu tun. Glaub an Jesus, kehre um, bekenne deine Sünden, lass dich taufen, empfang den Heiligen Geist und empfang auch deine Heilung. Und dann gehen wir wieder raus und heilen die Menschen in Jesu Namen. Im Jakobus Kapitel 4, Vers 7 steht, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wir sollen also dem Teufel keinen Raum geben. Wir sollen dem Teufel widerstehen, wir sollen der Sünde widerstehen und dann flieht er. Dann flieht die Krankheit von uns, weil Heilungsdienst und Befreiungsdienst einfach auch gar nicht zu trennen ist, weil viele Krankheiten geistigen Ursprungs, dämonischen Ursprungs sind. Viele Krankheiten haben mit Sünde zu tun. Gott selbst vergleicht die Krankheit mit Sünde im Jesaja Kapitel 1, Vers 18. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Und wenn wir zum Beispiel Krankheiten, die durch böse Geister, durch unreine Geister hervorgerufen wurden, herausschmeißen, wenn wir die Krankheit herausschmeißen, weil wir die Vollmacht haben, als Jesus Nachfolger getauft mit dem Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes ausgesandt, dann müssen wir den Menschen auch sagen, dass sie umkehren sollen. Geh und sündige von nun an nicht mehr, wie Jesus das getan hat. Weißt du, wenn jemand nicht umkehren will und Jesus nicht folgen will und nicht glaubt, dass die Bibel wahr ist und kein Jesus-Nachfolger werden will, ja, und sich sein eigenes Evangelium zusammenzimmert, ist das vorprogrammiert, dass der unreine Geist, der böse Geist wiederkommt, die Krankheit wiederkommt. Weil du fühlst dich dann nicht mit der Wahrheit Gottes. Weißt du, dein Haus ist plötzlich aufgeräumt, da ist ein Vakuum, wenn die Krankheit raus ist, der unreine und böse Geist raus ist. Aber wenn du dieses Haus nicht füllst mit der Herrlichkeit Jesu, mit der Wahrheit Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit der Schrift, dann kommt der Teufel wieder und nicht nur das. Er bringt noch 7 andere mit. Und das ist das Schlimme. Weißt du, wenn zum Beispiel jemand aus der Esoterik ein Heilungsgebet möchte von einem Christen, dann kann es sein, dass die gar nicht das volle Programm wollen, einfach nur ihre Krankheit entfernt haben wollen, aber letztendlich ihr Leben nicht ändern wollen, dass sie gar nicht glauben wollen, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, dass sie Jesus gar nicht folgen wollen,
dass sie ihr eigenes Gottesbild noch zusammenzimmern, noch ein bisschen hiervon und noch ein bisschen davon. Und dann kann diese ganze Sache wirklich gefährlich sein. Dann kommt der Teufel wieder und bringt noch 7 andere mit, wie Jesus das gesagt hat im Lukas-Evangelium Kapitel 11 ab Vers 24. Mir geht es hier in diesem Video einfach darum, dass wir so einen Mittelweg finden. Natürlich sollen wir jetzt nicht denken, oh, wir sind dafür verantwortlich. Jesus hat gesagt, geh und sündige nicht mehr. Ja, wenn die wieder sündigen, die Personen, wenn sie wieder in ihr altes Leben fallen, dann ist das nicht unser Problem, sondern wir sollen die Kranken heilen. Wir haben einen Auftrag von Jesus. Mir geht es in diesem Video einfach darum, dass, weil wir gerade so viele Befreiungen sehen, wir auch ein ganz klares, glasklares Evangelium verkünden und sagen, dass dieser Gott so heilig ist. Dass wir aufpassen sollen, dass wir unseren Tempel, der unser Körper ist, der unser Geist ist, unsere Seele gefüllt mit dem Heiligen Geist, dass wir den nicht verunreinigen. Weißt du, wenn wir Menschen befreien von unreinen sexuellen Geistern, von abartigen sexuellen Praktiken und sie nicht davon ablassen, dann kommt der Teufel wieder. Und dann bringt er 7 andere mit und dann wird es schlimmer als vorher, verstehst du? Und das ist wichtig, dass wir das ganz klar sagen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, dass wir das klar verkünden, dass wir in diesem Bereich so einen Mittelweg finden. Jetzt nicht in das andere Extrem und oh, ich sag jetzt nichts mehr, weil ich ja nicht die Verantwortung haben will. Jesus hat das ja auch nicht gemacht oder seine Jünger, wenn die ausgezogen sind und die Menschen geheilt haben. Aber wir müssen sehen, dass das Volk Israel erst war, zuerst, bevor dann die Heidenvölker kamen. Und Israel, die Israeliten, die kannten Gott. Die wussten auch, was in der Schrift steht. Die wussten von den Gesetzen. Und wenn wir heute mit Menschen reden, müssen wir ihnen diesen Gott der Bibel, diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verkünden. Müssen wir ihnen diesen Jesus Christus verkünden, unseren heiligen, mächtigen Gott. Dass sie umkehren können zu diesem Gott, den viele noch nicht kennen. Und zum Schluss möchte ich einfach auch noch einmal festhalten, dass wir krank werden können, ohne gesündigt zu haben. Wir leben in einer gefallenen Welt und da kannst du einen Unfall haben, in einen Unfall verwickelt werden und von daher deine Krankheit, dein Gebrechen haben. Du kannst deine Krankheit haben, weil gerade wieder eine landesweite Grippewelle auf uns zurollt. Nicht immer ist Krankheit mit Sünde verbunden oder dämonischen Ursprungs. Das müssen wir auch ganz klar unterscheiden. Aber darum geht es mir in diesem Video nicht, sondern um diese klare Verkündigung. Wenn Menschen kommen, auf uns zukommen, auch im Einzelgespräch und Heilung wollen, sie wollen Jesus folgen, dann sollten wir wirklich das klare Evangelium verkünden und sagen, hey, es ist wichtig, dass du deinen Tempel reinhältst, bist du bereit? Bist du bereit, diese Ehe mit Jesus einzugehen? Bist du bereit, ein heiliges Leben anzustreben? Ich meine damit nicht, dass wir wirklich perfekt dann sind und nicht mehr sündigen. Das schaffen wir gar nicht. Wir können immer wieder umkehren. Wir machen immer wieder Fehler. Aber wir können uns auf den Weg machen und diese anderen Sachen alle bejahen. Wir lesen in der Bibel, wir füllen uns mit dem Wort Gottes, wir gehen ins Gebet, wir sprechen in Sprachen und beten, so wie es Gott gefällt. Wir gehen in der Kraft des Heiligen Geistes, wir lassen uns füllen vom Heiligen Geist, von der Heiligkeit des Heiligen Geistes, von der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann können wir es schaffen. Dann können wir es schaffen, Sünde zu widerstehen. Darüber mache ich später ein weiteres Video. Heute geht es um die Rückkehr von den unreinen Geistern und ich glaube, du hast verstanden, was ich damit sagen möchte. Wir werden immer mehr Heilungen und Befreiungen sehen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir sagen, folge Jesus, lies in der Schrift, füll dich mit der Wahrheit Gottes, sonst kommt die Krankheit wieder. Und dann bringt der Teufel der unreine Geist noch 7 andere mit. Und dann wird es schlimmer als vorher. Das müssen wir klar sagen. Und ich habe neulich in einer Predigt gehört, da wurde über Catherine Kuhlman gesprochen, dass Catherine Kuhlman
eine große Evangelistin, in deren Dienst viele Heilungen geschehen sind, gesagt haben soll, dass von 100% Leuten nur 20% ihre Heilung behalten haben und 80% wieder krank geworden sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich selbst in meinem Dienst habe auch die Erfahrung gemacht, sehr oft, dass Krankheit wieder zurückkommen kann. Ich glaube, Jesus ging es ähnlich. Aber Jesus hat trotzdem geheilt. Das sollte uns nicht davon abhalten, die Menschen zu heilen, aber es sollte uns dazu ermutigen, das klare Evangelium zu verkünden. Die Menschen wirklich in diese tiefe Jüngerschaft zu führen und zu sagen, wie wichtig das ist. Folge diesem Gott. Lebe mit diesem Gott. Lies in der Schrift, was geschrieben steht, denn das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wir müssen das volle Evangelium verkünden, das volle Programm und nicht den Schwerpunkt auf eine schnelle Heilung, auf ein schnelles Wunder, was wir sehen und das war's. Dann ist die Sache ganz schön gefährlich. Und ich will das nicht. Ich will das immer mehr lernen, den Menschen das volle Evangelium mit auf den Weg zu geben. Und auch Klartext zu reden, die klare Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Und das ist immer Buße und Umkehr, Heilung und Befreiung. Das kannst du nicht trennen. Es gehört zusammen.